So, da sind die beiden Brüder im Herzen. Kube geht auf jeden Fall. Der Schlüssel zum Glück, Freunde. Guten Tag und willkommen zu einem neuen Video von mir. Zu einer kleinen Verwirrung. Ich habe das ganze Video gestern schon aufgenommen, habe aber einen falschen Modus mit der Kamera aufgenommen, deswegen ist das ganze Video von gestern weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Bekannter von mir hat vor einem halben Jahr ein Auto gekauft, den 500er S-Coupé von Aiko P. Jetzt wollte ich aber nicht direkt vor einem halben Jahr schon das Video machen, weil wir voll im G-Klasse-Wahn waren. Jetzt, ein halbes Jahr später, ist immer noch genauso viel los mit S600, mit irgendwelchen anderen Kisten. Aber ich will es jetzt endlich loswerden. Hier unser Pinky, keine 20 Zoll mehr. Ich habe die mal runtergenommen und normale 18 Zoller draufgepackt. Sind ein bisschen klein, aber immerhin original AMG. Aber darum soll es nicht gehen. Nicht mal Zeit gehabt, diesen Sticker da abzumachen von der Rennstrecke. Komm mal mit. Hier geht's nämlich los. C126 500 SEC. Ich war ja vor einem guten halben Jahr, ziemlich genau einem halben Jahr. Alter, ich schreib's mal in die Kommentare, wenn er sowas kaufen soll, ne? Vor allem meinen kaufen soll. Genau, genau, das steht nämlich im Raum, behaupte ich jetzt einfach mal so. Würde ich auch sagen, ja. Da habe ich mich ja sehr für das Fahrzeug interessiert. Eiko hat mir gesagt, hier, so sieht's aus, das wurde gemacht, das muss man machen. Eigentlich ja gar nicht meine Chose gewesen, aber das Auto hat mich dann doch schon dort gecatcht. Hatte aber nicht die finanziellen Möglichkeiten, überhaupt so eine Kiste zu kaufen. Und dann war ich zurück in Wolfsburg und dann sagte ein Bekannter zu mir, du Leon, was wollten der für die Kiste haben? Ich hätte richtig Bock, oder ich hatte schon immer Bock auf so ein Ding. Und dann ging das an, dass mein Bekannter den dann jeweils von Aiko abgekauft hat. Der Kollege meinte jetzt, Leon, sag mal bitte auf YouTube immer nur Bekannter, ne? Der will nicht, dass ich jetzt sage Onkel oder so. Das muss ich natürlich respektieren, respektiere ich auch total. Naja, der hat den Wagen dann jetzt aber gekauft. Natürlich mit Leon kannst du dann den Wagen so ein bisschen wieder schnieke machen. Du kannst da natürlich auch Videos drüber machen, ne? Hat er fast schon aus dem Gefallen mir zuliebe getan. Jetzt hatte der Kollege Probleme mit der Anmeldung, aber also selber verschulden. Er hat erst ein Kennzeichen ausgewählt mit ohne H-Kennzeichen und dann war das Kennzeichen, was er wollte, zu lang, um einfach nur ein H-Kennzeichen drauf, also das H hinten drauf zu machen. Und dann war viel los bei ihm, hat sich nicht drum gekümmert. So, jetzt habe ich das ein bisschen angeschoben, alles hier auch im letzten Video erzählt. Jetzt habe ich gestern das Video aufgenommen, wie der Wagen hier total verstaubt drinne stand. Ich die Kennzeichen angeschraubt habe, hier Luftdruck, einen Reifen, hatte keinen Luftdruck verloren das letzte halbe Jahr. Bin ich so zu blitzblank gefahren, habe gewaschen und so. Habe hier ein schönes Video aufgenommen und das ganze Video ist leider weg. Jetzt machen wir das alles nochmal ein bisschen doppelt gemoppelt hier. Aber ja, so komme ich zu dieser Kiste hier, wo ich auch relativ Bock drauf habe. Jetzt leider schon wieder zum Winter angemeldet. Und ich werde auch nicht viel Zeit jetzt haben, das Ding hier komplett durchzuschrauben oder Seitenteile einzuschweißen. Haben wir damals alles mitbekommen, weil sie hier minimal anfangen zu rosten. Das müsste man auf lang oder kurz mal ein bisschen machen. Wir werden jetzt erstmal so ein bisschen die Basics machen und zwar andere Felgen draufschmeißen. Das Lenkrad will der Kollege ganz gerne wieder umgebaut haben, damit er das Original hat. Und das hier generell, das ganze Auto ist ein bisschen wieder mit Videos begleiten, den Content mitnehmen. Bin ich sehr, sehr froh, dass ich euch hier diesen Content liefern kann von einem 126er Coupé. Die Dinger sind ja dann doch schon richtig heftig krass, ne? So, wir fahren die Kiste jetzt erstmal rüber in die Werkstatt und dann kommen andere Puschen drauf, anderes Lenkrad wieder rein. Also die Originalen, diese, wie heißen die Felgen, Robin? Barockfelgen. Ach, die Barockfelgen, ach so, ja, ja, ja. Die liegen auch schon bei uns. Nur gucken, dass wir die Radbolzen passende finden, aber das sollten wir hinkriegen. Und dann lasst uns mal einen schönen 5 Liter V8 Kaltstart von diesem, ich weiß gar nicht, wie der Motorcode heißt, ich habe schon wieder vergessen in der letzten Zeit. Lass uns das mal anschmeißen. Wundervolles Wetter hier morgens. Es ist ein, obwohl es ja schon November ist und kalt ist, optimales Oldtimer-Wetter. So, und da sind die beiden Brüder im Herzen. S-Klasse Coupé. War schon tiefer, ne? Ja. Die Kiste stand jetzt letzte halbe Jahr. Ich bin gestern angekommen, extra mit Überbrückungskabel und so. Hab Reifen eben aufgekommen, was ich gerade erzählt habe. Und dann ist die Kiste einfach angesprungen, ohne zu überbrücken, nach einem halben Jahr Standzeit. Das sind alte Autos und nicht so Steuergeräte, buchen wie da drüben.
Naja, ich bin ja vor einem halben Jahr im Hochsommer morgens sonntags kurz zum Bäcker mit der Kiste gefahren. Boah, das ist wirklich so ein schönes Ding, so einen Oldtimer zu haben. Hat mir auch richtig gut gefallen, wie er gestern so ein bisschen verstaubt im Carport stand und solche Nummern, ne? Bestes Wetter, wir jodeln jetzt immer erstmal die Werkstatt. Let's go! Oh! Ich hab gehofft, dass die Bühne frei ist. Wolle, Junge, komm runter da mit der E-Kiste! Boah, ist schon richtig tolle geil, ne? Gibt mir schon richtig, richtig viel. Reizt sich auf jeden Fall auch gut ein, also muss man sagen. Ich meine, klar, ne, W220 ist ein bisschen neuer, aber... Ja, nee, am Ende des Tages basiert das Auto darauf und das auf dem anderen. Ja, also... Geile Nummer. Boah, das hat man so gehört, Alter. Solche Felgen kenne ich gar nicht. Wir sind jetzt wirklich gerade nochmal los und haben Radbolzen gekauft. Aber die große Theorie ist, dass die jetzt auch nicht passen. Und da meinte der nette Verkäufer, wenn sie nicht passen, kommst du mal vorbei. Die gibt mir einfach gleich die richtigen. So. Wie viele Umdrehungen waren das jetzt? Eine Viertel. Ah, oh, gut, okay, ich fahre nochmal los. Ich auch. Wir haben es schon gesehen, dass es nicht doll durchgeht, ne? Aber probieren kostet ja nichts. Ey. Guck mal, sehr schöner Stopp. Das ist ein CD-Wechsler. Das hat jetzt wirklich mit den Radbolzen nicht geklappt. Wir haben jetzt welche bestellt, die würden dann morgen jeweils ankommen. In der Zwischenzeit wurde hier schon mal... Alter, ist das riesig, das Lenkrad. Das Lenkrad ist jetzt im Gegensatz zum anderen wirklich... Sowas von riesig. Hube geht auf jeden Fall. Haben wir deswegen schon mal geschafft, dass der Habibi damit ein bisschen durch die Gegend fahren kann. Hier immer so klassisch, was heißt klassisch, also alte Auto-Oldtimer-Dinger halt. Der Dachhimmel hängt ein bisschen. Hier hinten könnte man diese Scheibe mal machen. Schreibt auf jeden Fall extrem gerne eure Videoideen zu der Kiste, was man mit der Kiste machen könnte, im Detail vergleichen. Gegen den 215er. Schreibt es auf jeden Fall mal direkt gerne rein. Aber wir müssen erstmal warten, bis die Radbolzen ankommen, dass wir die originalen Felgen draufstecken können. Heute läuft nicht. Brandneue Radbolzen am 500er SEC. Selbst mit den Felgen sieht es absolut geil aus. Immer noch ganz schön doll tief die Kiste. Müssen mal zusehen, dass wir da die zugehörigen Federn eingetragen bekommen. Haben wir jetzt schon TÜV-Termin die Woche und dann ist die Kiste auch so hundertprozentig legal unterwegs. Ja, was haben wir wie vor mit der Kiste? Keine Ahnung, gucken wir mal. Nach und nach, bisschen nebenbei immer aufarbeiten. So kann man ihn erstmal fahren. Mein Kollege hatte sich gewünscht, dass wir eben die Felgen und das Lenkrad wieder reinpacken. Hier unter der Plane befindet sich unser kleiner CL500 Designo. Mit AMG-Paket und. Hat mittlerweile auch TÜV, bin ich trotzdem nur noch nicht dazu gekommen, hier ein Video drüber zu machen. So wie mit der Kiste. Ich hoffe, das war jetzt kein Riesenproblem, dass ich die Kiste hier ein halbes Jahr stehen hatte und jetzt dann erst das Video veröffentlicht habe. Oder jetzt erst überhaupt ein Video gemacht habe. Kleines 10 Minuten nebenbei Video. Ich habe jetzt diese Kiste hier auf dem Hof. Schreibt mir in die Kommentare, was wir damit machen wollen. Ich werde euch auf jeden Fall mein Bestmögliches geben, dazu coole Videos zu produzieren. Aber damit soll es das auch erstmal gewesen sein. Ich würde mich extrem bedanken fürs Zuschauen. Macht's gut, meine Freunde. Bleibt stabil. Der Oldtimer-Modi macht. Ciao, ciao.